Und durfte ich noch einen Schluck Wein haben? Sehr gerne, sehr gerne. Aber reden Sie doch schon mal, reden Sie doch schon mal. Ja, ja. Wir sind der Verein, ihr seid die Söldner, ihr kommt und ihr geht. Wir stehen hier 20, 30, 40 Jahre in der Kurve. Sie haben ja recht. Aber es ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Also dieses Ultra-Bashing, das ist mir auch irgendwie zu leicht. Und es ist eine Jugendkultur, die auch von den Vereinen gezüchtet wurde. Jetzt kommt man mit dem Ergebnis nicht mehr zurecht. Jetzt ruft man nach der Polizei. Jetzt ruft man nach der harten Hand und will sich der Verantwortung nicht mehr stellen. Wir haben noch nicht von Martin Kind gesprochen, der gesagt hat, das sind viele Arschlöcher oder einige Arschlöcher unterwegs. Wer aber gleichzeitig sein Stadion zu einer Langnese-Lounge entwickeln lässt, der darf sich nicht wundern, dass die irgendwann sagen, dann ist die Schnauze voll. Aus der Hauptstadt, der Footy Club. Heute mit Martin Henkel, Kai Schächtele, Andreas Rittenauer. Moderation: Joe Schmeichel. Ladies and Gentlemen, it's Talk Time! Der Footy Club, meine Damen und Herren, ist dafür bekannt, dass es bei uns ziemlich auf die Fresse gibt. Zumindest behaupten das die Millionen von Zuschauern im Internet, die uns immer wieder bestätigen, dass wir auf die Bundesliga ziemlich draufprügeln. Nun geschieht das bei uns in rhetorischer Form. Der deutsche Fußball hat ein ganz anderes Problem. Selbsternannte Fans drohen ihren Spielern ihrer Vereine inzwischen Schläge an oder Schlimmeres. Das erschreckendste Beispiel ist sicherlich Kevin Pezzoni in Köln, bei dem die Schläger vor der Haustür standen und der nun den ersten FC Köln verlassen musste. Pezzoni hat in der Welt am Sonntag noch dazu gesagt, er hätte gar nicht gehen wollen, wenn der Verein ihn denn besser geschützt hätte. Martin Henkel von der Berliner Zeitung, wenn Sie das hören, was fällt Ihnen dazu ein? Ich muss mich an meine Jugend erinnern, in der wurde ich zwangsverhegelt und das hat mich gelehrt. Können wir das ganz kurz klären? Was heißt häkeln? Hegel, Karl Marx und ich bin ja aus den ehemaligen Ostgebieten Deutschlands und ich habe gelernt, dass man mindestens immer mit zwei Augen auf die Dinge blickt. Was den Fall Kevin Pezzoni anbetrifft, zum einen der Stand, Köln hat ihn auf die Transferliste gesetzt, wollte ihn eigentlich loswerden und hat die Gunst der Stunde genutzt. Und sagen, Kevin, das sieht hier gerade irgendwie alles nicht ganz gut aus, Kevin hat auch gesagt, es läuft hier gerade scheiße für mich, die bedrohen mich. Und dann hat man sich wohl geeinigt. Er hat ja seine Unterschrift unter das Blatt Papier gesetzt und man hat den Vertrag aufgelöst. Das ist das eine, das ist eine pragmatische Sicht der Dinge. Und es gibt auch noch eine zweite Sicht der Dinge und das ist, dass der 1. FC Köln eine fragwürdige Botschaft ausgesendet hat. Und die heißt, ihr macht Druck und wir geben nach und die steht jetzt zur Disposition und zur Debatte und ich denke, dass Köln da alles andere als glücklich agiert hat. Andreas Rüttenauer. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch kein Zufall bei einem Verein wie dem FC Köln, der irgendwie sich mehr oder weniger in Auflösung befindet, der keine harmonischen Strukturen mehr aufweist, seit es in den Abstieg gemündet ist in der letzten Saison. Und ich denke, es gibt andere Beispiele, wo sich der Club natürlich vor seine Spieler stellt. Egal, wie viel Scheiße die auch bauen, da geht es nicht darum, dass der ein-, zweimal schlecht gespielt hat. Der FC Bayern, der Uli Hoeneß, hat sich vor den Breno gestellt, obwohl der sein Haus angezündet hat. Ich meine, wie und viel... Und er hat in die Club-Apotheke gegriffen. Ja, aber das ist zwar in einer Weise auch übertrieben, hat das ganze Rechtssystem angezweifelt. Wie kann man einen armen Mann in den Knast schicken, wenn er doch nur ein Haus angezündet hat? Aber da hat man gesehen, da stellt sich ein Verein wirklich vor den Spieler. Das Gleiche ist passiert zu Beginn der vorigen Saison mit Manuel Neuer. Korn Neuer sinkt die Kurve, aber nicht lange, weil der Verein klar macht, nein, das dulden wir nicht. Manuel Neuer ist einer von uns. Und da sieht man, das ist ein starker Verein, der hat die Stärke, sich gegen diese Fans zu positionieren. Der FC Köln ist ein schwacher Verein, der hat die Stärke nicht gehabt. Kai Schächtele. Ich meine, das ist ja in Köln eine besondere Gemengelage und dieses Chaos, von dem Sie sprechen, das herrscht bei den Kölnern ja schon seit Jahren. Die hatten jetzt 7 Trainer und
Ich glaube, wir können uns kaum anmaßen, darüber ein Urteil zu bilden. Der eine sagt, er hat den Verein freiwillig verlassen. Der andere sagt, ich bin dazu gezwungen worden. Ich habe das Gefühl, wir können dazu wenig sagen. Ich werde hier am Tisch andauernd diffamiert. Ich würde viel zu lange reden. Deswegen zitiere ich Rousseau, der sagt, überhaupt reden die Leute viel, die wenig wissen. Und die, welche viel wissen, reden wenig. Deswegen sage ich dazu erstmal nicht. Na, herrlich. Kein Schächtel. Deswegen haben wir uns ein Schwabe, der hier zum Sachsen wird. Haben wir einen Ersatzspieler da? 10 Minuten. Wir haben leider 10 Minuten Redeverbot für Kai Schächtele. Das ist ja auch mehr als verständlich. Martin Henkel, nun ist ja Kevin Pezzoni kein Einzelfall, sondern nur die Spitze eines Eisberges. Uns erreichen ja Meldungen aus Magdeburg, aus Leipzig. Und immer ist es dieser Mob, der auf die Spieler geht. Also wir kennen ja Hooligans, die Innenstädte verwüsten und so. Ist das nicht doch eine neue Qualität? Ja, also vor allen Dingen auch Hooligans, die gern Wälder abholzen. Da treffen sie sich ja am liebsten, um ihre Prügel auszutragen. Das ist wahrscheinlich der Kick, wie wir das aus dem Film Fight Club kennen. Das ist ein legitimes Anliegen. Das wird außerhalb der Stadien werden diese Kämpfe ausgetragen. Das ist okay. Deshalb sollte man zumindest wohl vielleicht nicht Hooligans sagen. Ultras. Das ist ja noch ein anderes Wort im Spiel. Ultras, das ist so eine vielschichtige Gruppe. Da weiß man nicht genau, wer nun wo etc. und her. Es sind auf alle Fälle es sind Fans, die enthemmt sind, die jegliche Vorstellung davon verloren haben, was geht und was nicht geht. Also vor dem Hintergrund, wir reden ja immer noch von Fußball und der neuerliche, es gab ja gleichzeitig in Leipzig einen Vorfall, da spielte Red Bull Leipzig das Lokalderby gegen Lok Leipzig. Es gab natürlich Ausschreitungen, wie das in der vierten Liga so der Fall ist. Und es wurden aber auch Familienangehörige der Red Bull-Spieler oder Rasenballsportspieler angegriffen. Und daraufhin hat sich der Kapitän Frahn im Internet dazu geäußert. Und der wurde daraufhin ebenfalls bedroht. Also man hat ihm nahegelegt, sich dem Gedanken anzunähern, dass er nicht alleine in der Stadt nachts durch die Gegend läuft. Wir hatten den Fall letztes Jahr mit Daniel Bauer in Magdeburg und wir hatten einen ähnlichen Fall jetzt in Offenbach, der so ein bisschen strukturell auf das gleiche Problem hinausläuft. Ganz kurz, Red Bull Leipzig und Offenbach hatten ein Testspiel miteinander vereinbart und Red Bull Leipzig gilt ja bei den sogenannten Traditionalisten und Traditionsverwahrern bei den Fans als No-Go, weil es ein Retortenverein angeblich ist. Und Offenbach hat auf Druck der Fans das Testspiel abgesagt. 9,58, 9,59, 10 Minuten sind um. Wir müssen da ja auch mal ein bisschen differenzieren. Das sind jetzt so viele Begriffe am Tisch. Chaoten und Ultras. Und Ultras sind ja gerade nicht die Chaoten. Das ist ja jetzt in Köln, da müssen wir uns ja mal die Situation angucken. Einfach ein paar Durchgeknallte. Und man konnte sich ja auch das von erschütternder Unbedarftheit dokumentierende Interview von dem anhören, der diese Facebook-Gruppe Kevin Pezzoni und Co. aufmischen ins Netz gestellt hat. Der war A, besoffen an dem Abend, der war vollkommen unbedarft, der war auch nicht, das konnte man hören, Herr dessen, was er da gerade sagt. Bei Domian. Wir reden, ne? Bei Domian war das bei 1Live. Wir reden da von Leuten, die einfach nicht im Griff haben und gleichzeitig aber auch eine so tiefe Liebe zu ihrem Verein haben, dass sie überreagieren und nicht wissen, was sie da tun. Das gab es aber schon immer, solche Fälle. Das gab es schon immer, dass vereinzelte Leute einfach den Schuss nicht gehört haben. Das gab es in den 80ern, das gab es in den 90ern. Und deswegen ist das kein Fall, bei dem man ganz generalisieren kann. Andreas Rüttenauer, also da stand nicht ein einzelner Hansel, der besoffen war, vor Kevin Pezzonis Wohnung. Ja, ich glaube, das Problem ist auch hier wieder bei den Vereinen zu suchen, die auf der einen Seite alles tun, um die innige Liebe der Fans zu gewinnen. Da werden Hymnen gespielt, bei denen die Fans weinen sollen, ihre ewige Treue schwören sollen. Und es wird überhaupt die Verantwortung nicht übernommen für das, was daraus folgen kann. Und dass das überzogen ist, dass das nicht alle sind, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber hinterher immer zu sagen, ja, da muss jetzt mit Stadionverboten reagiert werden, da muss die Polizei einschreiten, das mag alles richtig sein, nur wo bleibt da der Gedanke Prävention? Naja, wo bleibt aber auch der Gedanke bei den Medien, sich dabei so ein bisschen an
bestimmte Normen zu halten. Ich habe mal, es ging um das Spiel gegen Erzgebirge Aue, das hatten die verloren. Die Kölner haben das verloren, Pezzoni war ausgewechselt worden, noch weit vor der ersten, also vor der Halbzeit. Und dann schreibt der Kölner Stadtanzeiger, verschuldete im dritten Spiel das dritte Gegentor, brachte im Aufbauspiel kaum einen Pass zum Mitspieler und wurde rot gefährdet nach 34 Minuten durch seine Auswechslung erlöst. Da ist halt so viel Häme schon zu hören und dass das dann zu so einer aufgeputschten Stimmung wirklich also beiträgt. Also Entschuldigung, Entschuldigung, ich meine Prävention hin oder her, Medien hin oder her. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir diesen Mob, der da vor Pezzonis Wohnung gestanden hätte, wenn wir den schön ausstatten würden und mit Hummer füttern würden, dass sie es dann sein lassen würden. Also das sind schon Leute, Also Widerspruch bitte. Ich glaube, das sind Leute, die in dem Bewusstsein handeln, dass die Mehrheit der Fans hinter ihnen steht. Dass sie vielleicht ausführen, was die Mehrheit der Fans denken. Wenn der Verein rechtzeitig handeln würde, wenn im Stadion klar gemacht werden würde, wir stehen hinter Kevin Pezzoni. Nein, dann würden diese Leute isoliert werden. Und das ist nicht mal versucht worden. Ob es klappt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist eben nicht mal versucht worden. Also Martin Henkel, wir haben ja eine Frage, die dahinter steckt. Und das ist die Frage, was dürfen Fans und wem gehört der Fußball? Und ist es eben sehr entscheidend zu fragen, wo schlägt das um? Und wo ist der Punkt, an dem irgendjemand, der heiß und innig seinen ersten FC Köln liebt, zum Schläger wird und letzten Endes die Kurve verlässt. Denn es ist ja nicht zum Wohle des Vereins. Ist es nicht und dürfte ich noch einen Schluck Wein haben? Sehr gerne, sehr gerne. Aber reden Sie doch schon mal. Ja, ja. Es ist eine verdammte Menge Gemengelage. Ganz viele verschiedene Phänomene, die hier alle ineinander greifen. Zum einen, um noch mal ganz kurz auf den Fall Pezzoni zu kommen, der hat 1,2 Millionen verdient, Bundesliga-Gehalt, der kam von den Blackburn Rovers, mit 18 war seit 5 Jahren in Köln. Und die haben gemerkt, er hat auch nicht das Zeug für die zweite Liga, der war ihnen zu teuer, die wollten ihn loswerden. Also es gibt eine Binnenlogik dieser Vertragsauflösung und die sieht so aus, dass es sich angeboten hat, den Vertrag aufzulösen. Was ich vorhin gesagt habe, die Botschaft an die Fans ist äußerst problematisch, weil sie haben Druck ausgeübt und der Verein hat offensichtlich wohl diesem Druck nachgegeben. Natürlich in Verbindung mit eigenen Interessen. Wir haben jetzt aber das Problem, dass wir davon reden, das, was Sie vorhin gesagt haben, wir reden von der tiefen Liebe der Fans zu den Clubs. Diese Liebe ist definitiv in Frage zu stellen, weil aus dieser Liebe sich nämlich, wie Sie es gerade erwähnt haben, so eine Art Eigentumsempfinden gestaltet. Und dieser Fußball, genauso wenig wie der Verein, gehört irgendjemandem. Das heißt, derjenige, der seine ganzen Emotionen in diesen Verein hineinlaufen lässt, der vielleicht irgendwelche Leerstellen damit füllt, hat ein Privatproblem. Und das muss der Verein nicht lösen, das muss auch der Staat nicht lösen, das kann vielleicht ein Therapeut lösen. Und ich sehe auf der Seite derjenigen Fans, die immer wieder sagen, die Tradition. Wir sind der Verein, ihr seid die Söldner, ihr kommt und ihr geht. Wir stehen hier 20, 30, 40 Jahre in der Kurve. Sie haben ja recht. Aber es ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Aber wir reden da von, also die Frage ist ja richtig gestellt, wem gehört der Fußball? Danke, Kai Schenk, dass ich mal hier mal eine Frage richtig stelle. Das haben Sie gut gemacht, Herr Schmeichel. Die Frage ist ja richtig gestellt, aber die Antwort, die allererste ist, er gehört bestimmt nicht mehr den Fans. Wir reden von einem komplett durchkommerzialisierten Produkt. Herr Rüttenauer hat es angesprochen. Die Fans werden noch als Klatschmasse betrachtet, die werden als stimmgewaltiges Vieh im Hintergrund gebraucht, aber sobald sie ihre Stimme erheben, und die Ultras sind ja keine ideenlosen Chaoten, das sind ja zum Teil die Leute, die für die Choreografien zuständig sind, die zu den Auswärtsspielen fahren, die gern Pyro zünden wollen. Es gibt natürlich überall da, wo Liebe entflammt und Ultras geben viel Liebe, entstehen große Bedürfnisse nach Liebe, die sie empfangen. Und die werden in dieser Liebe auch nicht mehr ernst genommen. Aber wir reden davon, dass die Vereine alles tun, um Geld zu verdienen. Wir haben noch nicht von Martin Kind gesprochen, der gesagt hat, da sind viele Arschlöcher oder einige Arschlöcher unterwegs. Wer aber gleichzeitig sein Stadion zu einer Langnese-Lounge entwickeln lässt,
Da ist dann auch kein Wunder, dass die Fans irgendwann sagen, wir haben die Schnauze voll. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Clubs oder einige Clubs ihren Verein regelrecht an die Fans verkaufen. Union Berlin lässt seine Tribüne von den Fans bauen. Es werden Aktien ausgegeben, damit die Haupttribüne errichtet wird. Es werden Fan-Anleihen verkauft. Da buttern die Fans auch richtig Geld rein. Was da steht, ist, das ist mein Verein, der gehört mir in gewisser Weise auch materiell. Und dann machen sich die Clubs erpressbar. Es ist kein Wunder, dass Union Berlin einer der wenigen Clubs ist, die die Legalisierung von Pyrotechnik befürworten. Die sind in der Hand ihrer Fans. Es ist auch kein Zufall, dass auch Union Berlin ein Testspiel gegen Red Bull Leipzig abgesagt hat, weil die Fans das nicht wollten. Also ich sehe das absolut ähnlich. Also so ein bisschen wie, gerade wenn wir bei Union sind, wie so eine Schrebergartenkolonie. Es gibt eine große Gemeinschaft und jeder darf da seine Parzelle reinbauen und jeder hat einen Anteil dran und dann erstellen wir zusammen ein Regelwerk, wie das Ding laufen soll. Es geht aber komplett an der Gegenwart vorbei. Wir haben einen Zirkus, der Zirkus gerät Geld, es ist viel Geld im Spiel und er bietet den Leuten etwas an, wo sie sich amüsieren können. Das ist der Fakt, das ist der Zustand des Fußballs im Jahr 2012 und da gibt es keinen dahinter. Und wenn jetzt irgendwelche 25-Jährigen schreien, Tradition, Tradition, wir wollen das wie immer, dann frage ich, was wollen sie denn? Was ist denn das Ziel, was Sie erreichen wollen, dass der Verein sich wohin zurückentwickelt? Weil 25, die Kommerzialisierung hat 91 angefangen mit dem Einstieg des Privatfernsehens in den Fußball. Das sind vor 11 Jahren, da waren die Knirpse 14 Jahre alt. Die haben damals, da ist nichts mit Tradition, da ist nichts mit die alten Zeiten, die will ich zurückhaben. Ich habe damit echt ein Problem, weil die Motive, tut mir leid, das ist reaktionär. Es geht hier um Denkverbote, es geht um Verhaltensverbote. Das darf nicht, das darf nicht, das darf nicht. Ich will Pyros zünden. Wenn du den Jungs sagen würdest, zündet die Pyros, wäre es nach einem Jahr langweilig. Wie bei Kleinkindern. Gib ihnen einen Hasen, weil sie einen Hasen haben wollen. Und dann füttern sie ja, die Eltern. Wenn das hier so weitergeht, dann mache ich demnächst die Facebook-Gruppe auf Martin Henkel und Co. Bitteschön, bitteschön. Meine Herren, Entschuldigung. Entschuldigung, das Ganze kriegt ja noch ein bisschen Futter. Das kriegt ja Futter durch die Sportreporter-Semantik. Also es muss aggressiv an den Gegner rangegangen werden. Es müssen Blutgrätschen gespielt werden. Es ist ein Kampf auf Biegen und Brechen. Ich meine, welches 18-jährige Hirn soll da? Oh, hier meldet sich der liebe Gott. Was? Sowas pfeift in England kein Schiedsrichter. In England pfeift eine Blutgrätsche kein Schiedsrichter. Ja. Was mir schon noch mein Anliegen ist. Also dieses Ultra-Bashing, das ist mir auch irgendwie zu leicht. Wir haben es hier mit einer Jugendkultur zu tun, die kann man natürlich scheiße finden. So wie unsere Eltern vielleicht die Musik scheiße gefunden haben, die ich gehört habe. Ja, aber es ist eine, und zwar die letzte Jugendkultur, die richtig populär ist. Das ist eine Jugendkultur, die hat Zuwachs. Und es ist eine Jugendkultur, die auch von den Vereinen gezüchtet wurde. Jetzt kommt man mit dem Ergebnis nicht mehr zurecht. Jetzt ruft man nach der Polizei. Jetzt ruft man nach der harten Hand und will sich der Verantwortung nicht mehr stellen. Es gibt nur noch reinschlagen, Ultras raus, Sitzplätze rein und was ich meine ist, ich bin mir sogar relativ sicher, Wolfgang Niersbach und der DFB, die wollen natürlich die Sitzplätze in die Stadien, die wollen die Stehplätze raus aus den Stadien. Sie wollen es nur nicht selber entscheiden. Das sollen irgendwann die Innenminister machen und dann können sie sagen, wir haben für die Stehplätze gekämpft und die bösen Innenminister haben sie euch weggenommen, weil ihr so gewalttätig seid. Es gibt ja einen genialen Plan von Martin Kind, der schon mal in der Diskussion war. Wenn sich unsere Fans nicht benehmen können und wir für die Sicherheit zahlen müssen, dann legen wir es einfach auf die Eintrittskartenpreise um. Ja, das ist die Logik des Marktes. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem es darum geht, Mehrwert zu erzeugen. Das machen die Fußballclubs. Sie haben erkannt, dass sie Wirtschaftsunternehmen sind. Das tun sie. Sie geben Geld aus. Und sie brauchen ein Umfeld, in dem es für die große, breite Masse verkaufbar ist.
Und absolut dann legitim. Die Leute, die sich dagegen wehren, wenn sie sich gegen Mieterhöhungen wehren würden, wenn sie gegen Landeplätze sich echauffieren würden, wenn sie sagen würden, ich habe hier ein systemisches Problem, dann würde ich sagen, ich bin dabei. Wenn, sie aber zündeln wollen in einer Fankurve, wenn sie Choreos machen wollen. Was ist das denn jetzt für eine Diskussion? Damit ist der Fußball doch komplett überfordert. Der Fußball ist eine Kultur, in dem sich Emotionen, ist ein Zirkus, in dem sich Emotionen bahnbrechen. Der Fußball ist eine Kultur, in dem sich Leidenschaft ausleben lässt und. Wenn wir jetzt anfangen, das den Fans in Abrede stellen zu wollen, wenn wir die dafür kritisieren, dass sie ihre Liebe zu einem Verein ausleben. Und es gibt natürlich Auswüchse. Darf ich Sie an was erinnern? Na bitte. Die Liebe der Fans. Ne? Wir reden hier von Kevin Pezzoni. Da stehen 4 Leute oder 5 oder 10 vor der Tür und kleben ihm was unter die Windschutzscheibe und sagen, Alter, pass auf, wo du nachts hinläufst. Wir reden von Red Bull Leipzig, die nicht keine Testspiele mehr machen können, weil irgendwelche Wir reden von der Spielergewerkschaft, die sagt, wenn es so weitergeht, gibt es Tote. Den nächsten Tote. Das nenne ich Liebe. Ich nenne das nicht Liebe. Also es mag ja sein, dass der Fußball bei gewissen Vereinen ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Aber das ist bei weitem nicht bei allen so. Die meisten Vereine im Profifußball, in den ersten 2 Ligen, die müssen so arbeiten, dass sie ihren Etat überhaupt finanzieren können, dass man sich fragt, ja, warum gibt es denn da einen Investor, was verspricht sich der davon? Es ist kein Geschäftsmodell alleine. Es lebt auch vom Engagement der Clubs, die diesen Zirkus am Leben erhalten wollen. Oben gibt es Vereine, die träumen davon, großes Geld zu verdienen. Martin Kind ist das beste Beispiel. Hannover 96 ist auch noch kein gutes Geschäftsmodell. Und ich als Fan von 1860 München frage mich natürlich, warum hier irgend so ein Scheich daherkommt und Geld in den Verein kommt. Er kann doch nicht ernsthaft glauben, dass sich das irgendwann mal lohnt. Meine Herren, Hannover 96 und 1860 München, das sind keine guten Geschäftsmodelle. Was Herrn Pezzoni passiert ist, das darf nicht sein. Und trotzdem wollen wir heute noch ein Lied singen, wie wir so sind. Also ich bin dabei. 3, 4, 1. Ihr seid Windelweiche. Ihr müsst jetzt ins Bettchen oder an die Mutterbrust. Und wenn ihr Wurm habt, kommt uns mal besuchen. Zu Kaffee und Kuchen in der Allee. Vielen Dank. Ich mache jetzt meine Facebook-Gruppe auf.